Los, aufs Dach! Über der Luke, ei, wow. Ah, guck mal, das kann ich lesen. Wagon defectus goal. Nein, warte, das ist ein P. Defectus Kopf. Was? Was ist das? Ich hab doch keine Ahnung. Kann ich das wieder mitnehmen ins Rohr? Ja, genau. Wagon defectus goal. Wer ist eigentlich dieser Luke? Ja. Ich kann da von hier aus nicht reinsehen. Ja, dann lauf doch hin. Das Fenster ist zu. Und von außen werde ich das auch nicht aufkriegen. Ach, Mäuschen. Also, sowas wie Zugsurfing ist sehr gefährlich. Also bitte auch nicht nachmachen, ne? Nur weil das Nina macht, heißt es noch lange nicht, dass man das auch nachmachen soll. Und vor allem seht ihr, sieht scheiß aus. Ja. Aus dem Rohr strömt stickige Luft. Da stecken wir ein Fleisch rein. Ja! Da ist ein engmaschiges Gitter in dem Rohr. Da passt das Fleisch nicht durch. Krass, ich dachte schon, die kann ich wirklich da reinstecken. Wir tun... Aber vielleicht muss ich das engmaschige Zeug da erstmal rausholen. Oder? Wegsaugen. Ja. Hä? Scheint keinen großartigen Effekt gehabt zu haben. Ja, dann zieh ihn aus. Aber das ist doch schön. Vielleicht müssen wir trotzdem ja noch irgendwas. Also das Fleisch hat ja nicht reingepasst. Die Haarnadel will sie ja nicht. Aber das Sieb da raus. Die Glühbirne. Glühbirne. Stecken. Das löst das Haar, das Sieb auf. Ja. Mal sehen, ob mir das weiterhilft. Okay. Und jetzt das Fleisch hinterher. Okay. Ich will da ist ein engmaschiges Kissen. Okay. Okay. Das da jetzt noch rein. Ja, vielleicht macht er jetzt was aus. Ja. Scheint keinen großartigen Effekt gehabt zu haben. Fehlt uns irgendwas? Wir müssen noch irgendwas reinschmeißen. Soll ich jetzt rein dran lassen oder lieber wieder wegnehmen? Das hat ja keinen Effekt gehabt zu haben. Jetzt kommt vielleicht die Haarnadel rein. Ah, jetzt kann ich hier runter, aber das Fenster ist ja zu. Ah, wir. Ja, das ist doch hier wegen Luft und so, ne? Wenn wir das irgendwie zuhauen, dann wird es da so heiß, dass sie das Fenster aufmachen. Also muss ich das vielleicht doch ein bisschen länger... Aber es hat ja irgendwie keinen Effekt, sagt sie die ganze Zeit. Wir müssen noch irgendwas reinschmeißen, gehe ich mal von aus. Aber wir haben eine Glühbirne. Ne, die Haarnadel wollte ich nicht, ne? Da ist ein engmaschiges Gitter. Ja, ich würde dieses engmaschige Gitter hier gerne raus. Vielleicht in die andere? Nee, geht nicht. Mach mal die Lupe, was ich hier alles kann. Ach cool, du kannst im Bein was reinschmeißen. Ja, aber beziehungsweise ja. Das können wir aber das Fleisch in das andere reinschmeißen. Ich vermute, dass es zu einer Klimaanlage gehört. Ja, das haben wir auch schon vermutet. Nein, ich meine das Fleisch. Da ist ein engmaschiges Gitter. Da ist auch ein scheiß Gitter drin. Da passt das Fleisch nicht durch. Vielleicht brauchen wir noch mehr Haare. Das Fenster ist zu und von außen werde ich das auch nicht aufkriegen. Ach so, dass wenn die Lüftung innen verstopft ist, dass das Fenster aufmachen müssen. Ja. Aber haben wir noch was vergessen im Waggon? Ich kann ja nochmal zurückgehen. Aber wir können ja, kommen ja nicht weiter als zu dem Wowie. Oder wir stecken jetzt doch nochmal das. Na, das bringt ja nichts, dieses scheiß Ding da rumzustecken. Nehmen wir lieber mit, bevor es runterfällt. Dann nehmen wir aber auch hier die... Oh, unsere Haare. Da sind noch die Tierhaare drin. Ich nehme sie mal wieder raus. Vielleicht müssen wir das auch ins andere reinstecken. Die Tierhaare. Ach, in die Klimaanlage. Ja. Und jetzt diesen blöden... Mal sehen, ob mir das weiterhilft. Dieses blöde Rohr drüber. Nicht Rohr, wie heißt das ja? Doch Rohr. Schlauch, whatever. Wenn die Heizung im Abteil an ist, und davon gehe ich aus, müssten die Haare eigentlich verbrennen. Der Gestank dürfte dann wohl selbst ungewaschenen Wissenschaftlern auffallen. Und jetzt machen wir noch das andere, das Rohr mit Leine dran. Nee, kann ich noch nicht. So, jetzt zeigen wir nur, dass er das Fenster aufgemacht hat. Packen wir das da wieder ran. Und können reinklettern. Und kriechen ins Fenster. Ja. Oh, Action. Und gleich kommt so eine Laterne oder so. Damn.
mit so einem kleinen Rucksack. Ist aber auch alles nicht so einfach, ne? Puh, das war aber knapp. Also auf ein neues. Wenn irgendwer Informationen über die Wissenschaftler an Bord hat, dann doch wohl dieser Sidorkin. Als wissenschaftlicher Leiter muss er ja irgendwo die entsprechenden Informationen versteckt haben. Ich finde es lustig, dass wir ja gerade durch einen Tunnel gefahren sind, aber draußen immer noch eine schöne Landschaft gezeigt wird. Der war ganz cool. Es war eine Brücke. Ja, genau. Genosse Lenin. Dachte eigentlich, der wäre mittlerweile aus der Mode gekommen. Eine Statue. Mitnehmen. Oh, die Statue lässt sich drehen. Aufnehmen kann ich sie aber nicht. Auch. Scheint irgendwie im Sockel verankert zu sein. Eine Statue. Und da ganz links ist noch eine Statue. Mhm. Eine Statue. Eine Statue. Die hat so wahnsinnige Feststellungen. Die müssen wir bestimmt nochmal drehen. Die müssen alle nach links zeigen. Weil jetzt gucken sie alle so rum wie Lenin. Genosse Lenin. Da. Nee, das ist es noch nicht. Hm. Können wir die insgesamt noch weiter drehen? Ja. Okay, wir müssen ja. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Genau. Was kann ich denn hier noch tun? Vielleicht hier irgendwo noch einen Hinweis. Bücher über Sir Francis Drake, Blackbeard, Henry Morgan, William Kidd, Jack Rackham. Alles nette Zeitgenossen, die unter der Totenkopfflagge die Meere von der Plage der Händler befreiten. Mhm. Sieht weder besonders schön noch besonders wertvoll aus. Mach sie kaputt. Hä? Oder steckt sie sich ein, obwohl sie weder schön noch wertvoll ist. Echt. Ein massiver Holz. Vielleicht müssen wir auch irgendeinen umsetzen. Aber ich kann die ja nicht nehmen. Stimmt. Ich kann die ja immer nur drehen. Nein, wir können ja noch weiter auf seinem Schreibtisch rumforschen. Ja. Aber wir haben ja jetzt eine Haarnadel, vielleicht können wir jetzt unten die Schublade öffnen. Offen. Ja, klar. Offen. Ha! Eine Statue. Hm. Eine Statue. Hä, sind die Papiere nicht vielleicht irgendwie noch ein bisschen wichtiger auch so? Hm. Irgendeine wissenschaftliche... Hm, das hatten wir schon. Die will sie auch nicht. Ich möchte da noch ein bisschen drin rumwühlen. Ich habe die Dokumente bereits einmal überflogen. Hm. Für mich. Was war das noch? Ja, das Zettel. Das hatten wir alle schon. Nee, da können wir noch das Foto anschauen. Also, das sind eine wissenschaftliche. Das ist die Unterlagenmolekular. Auf den Ordnern steht. Nein, nee, das auch nicht. Auf dem Zettel, auf dem so Zettel steht: Dokumente bei jedem Verlassen des Zimmers. Gut, ich würde sagen, bevor wir das ausprobieren mit der. Sockel und der Statue. Nächste Folge.